Hallo und herzlich willkommen bei Welt der Gesundheit TV. Danke, dass du eingeschaltet hast. Heute bei mir zu Gast Stefan Petrovic. Er war bereits bei mir, sprach über seinen Dokumentarfilm Wunder der Lebenskraft. Heute sprechen wir gemeinsam über den zweiten Teil Selbst geheilt. Dabei geht es vor allem um Selbstheilungsmethoden, was wir tun können, um wieder in unsere Kraft zu kommen. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo Stefan, herzlich willkommen zurück in unserem Studio. Ich freue mich, dass du wieder bei uns bist. Du warst ja schon mal da und da haben wir über deinen ersten Dokumentarfilm gesprochen. Und heute geht es um den zweiten Selbst geheilt. Ja. Herzlich willkommen erstmal. Sag uns doch nochmal zu Beginn, vielleicht für die Zuschauer, die das erste Interview jetzt noch nicht gesehen haben oder es liegt ja auch schon ein paar Monate jetzt wieder zurück. Worum ging es genau in dem ersten Teil? Einfach mal kurz zusammengefasst, Wunder der Lebenskraft. Und vielleicht sagst du uns auch mal, wie es dir danach erging. Also Wunder der Lebenskraft war ein Film, wo ich mich ja weltweit umgeschaut habe. Welche Möglichkeiten gibt es, die Lebenskraft innerhalb sehr kurzer Zeit drastisch zu steigern? Denn nur wenn das passiert, gibt es für die Kamera sichtbare Phänomene. Und ich habe das selber erlebt. Und habe dann gesagt, anhand dieser Phänomene können wir die Eigenschaften der Lebenskraft nicht philosophisch, sondern ganz praktisch erklären. Und für mich war es ja ein Befreiungsschlag. Ich habe Leben gewonnen, ich habe mein Leben gewonnen von einem sehr reduzierten Zustand zu, ich kann wesentlich mehr meines Potenzials leben und ausdrücken. Das war es jetzt in ganz kurzer Form. Ja. Und dazu habe ich versucht, herausragende Menschen zu finden, also Menschen, die in der Lage sind, andere Menschen zu sehr intensiven Steigerungen der Lebenskraft bis hin zu dem, was man in Indien dann die Kundalini-Kraft nennt, zu finden und zu porträtieren. Wie erging es dir nach dem Film? Was ist so passiert? Was waren die Reaktionen? Ja, also meine persönliche Reaktion war von einem Menschen, der sehr häufig immer wieder krank war, an grippalen Infekten litt und sehr schnell erschöpft war, bin ich zu einem Menschen geworden, der auf normalem Wege gar nicht mehr krank wird, immer über genügend Kraft und Energie verfüge und ich habe auch noch ganz tiefe spirituelle Erfahrungen gemacht, wo ich mir nicht sicher war, ob ich es in diesem Leben überhaupt machen kann, ob ich es überhaupt schaffe, so tiefe spirituelle Erfahrungen zu machen. Was hat dich denn jetzt bewogen, einen zweiten Teil zu drehen und worum geht es in deinem zweiten Dokumentarfilm Selbst geheilt? Ja, also als wir dann die Kinotour gemacht haben, ist in praktisch jeder Kinovorstellung die Frage gestellt worden, was kann ich selbst dafür tun, um Heilung zu erfahren? Und da Wunder der Lebenskraft sehr erfolgreich im Kino war, haben wir dann auch Förderung bekommen für einen weiteren Film. Und ich habe gesagt, es passt super gut, die Förderung und die Frage der Zuschauer. Wir versuchen, die Frage der Zuschauer gut zu beantworten. Und dann habe ich gesagt, okay, Selbsthilfemethoden gibt es ja unglaublich viele. Wir brauchen irgendwelche Kriterien. Und ich hatte schon zwei, drei im Kopf und habe mir die Frage gestellt, was ist denn die Gemeinsamkeit dieser Kriterien? Und das erste Kriterium war, ich brauche keinerlei Vorkenntnisse, um sie zu erlernen. Das zweite Kriterium war, es muss sehr schnell gehen. Sehr schnell hieß bei mir absolute Obergrenze 3 Wochenenden. Untergrenze sind tatsächlich 30 Sekunden, eine Minute und dann kann ich anfangen. Das dritte Kriterium war, es soll eine breite Palette an körperlichen Beschwerden adressierbar sein. Also nicht nur, dass es für Rückenbeschwerden gilt, sondern wirklich für ganz viele körperliche Themen. Und das vierte Kriterium, es sollte eine hohe Chance auf Verbesserung oder sogar Heilung haben. Und nach diesen 4 Kriterien haben wir dann eben auch noch mehr Methoden gesucht. Ich habe zunächst versucht, möglichst unbekannte Methoden zu finden, denn ich muss jetzt den Leuten nichts vorstellen, was sie sowieso kennen. Bin aber dann doch zu dem Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, Ernährung ist so fundamental, dass ich es einfach nicht rauslassen kann und will.
Und wenn ich über Ernährung spreche, kann ich genauso über den Thema, ich lasse mal die Ernährung wegsprechen, sprich Fasten. Und es war bis vor 2 Wochen auch tatsächlich noch das Einzige, was ich bisher nicht selbst praktiziert habe. Mhm. Vor 2 Wochen habe ich dann tatsächlich mal 7 Tage rein mit Wasser gefastet. Jetzt habe ich auch damit eine Erfahrung und kann nur sagen, gut, dass ich es im Film habe, denn es hat auch bei mir nochmal sehr viel bewirkt. Also wir haben jetzt 2 bekannte Methoden wie das Fasten und die Ernährung. Bei der Ernährung haben wir eine spezielle Form gewählt und wir haben 7 Methoden, die kennt eigentlich kaum jemand und die sind teilweise auch sehr, sehr verblüffend. Und es war eben auch mein Ansatz zu sagen, es soll die Menschen auch verblüffen und es soll eben auch neue Dinge zeigen. Und ich habe mir als Rahmen für diese Methoden dann die Frage gestellt, ja, warum brauchen wir diesen Film eigentlich? Warum stehe ich in einem Land im Kino, nämlich in Deutschland? Wir haben mit die höchsten Pro-Kopf-Ausgaben für das Gesundheitswesen. Und trotzdem sagen die Leute zu mir im Kino, was kann ich tun, um selber Heilung zu erfahren? Müssten die denn nicht alle gesund sein? Natürlich habe ich für diese Frage schon genügend eigene Infos gehabt, aber ich habe gesagt, lass mir doch mal ein paar Experten zu Wort kommen. Ärzte, Professoren, Robert Scheidreich habe ich im Film, also einen Biologen. Und weitgehend kann ich sagen, haben die meine Vermutungen oder meine Gedanken bestätigt. Damit die Zuschauer auch einfach mal einen Eindruck bekommen, wie das in so einem Dokumentarfilm aussieht, haben wir für euch mal einen kurzen Trailer, den ihr jetzt sehen könnt. Im Bereich der chronischen Krankheiten, die der wesentliche Kostenfaktor im Gesundheitswesen sind, haben wir keine entscheidenden Fortschritte. Die Schulmedizin, die sich mit chronischen Krankheiten auseinandersetzt, das ist für mich eine desaströse Medizin. Es wird geforscht und geforscht und geforscht an Zellen und an zellulären Veränderungen. Der Mensch, der hier krank wird, wird nicht in die Forschungsmethodik einbezogen. Im Grunde ist alles Energie. Und wenn du dieses Programm für dich anwendest, erweckst du dich selbst mehr zum Leben. Ich habe mir ein helles Licht vorgestellt, das ich eingeatmet habe. Und mit diesem Licht habe ich meinen Rückenmark in Gedanken massiert. Als diese Behandlung zu Ende war mit der Chemotherapie und mit der Bestrahlung, habe ich natürlich beim Abschlussgespräch den Arzt in der Sprechstunde gefragt, wie sind meine Aussichten? Und da hieß es, ohne Operation haben Sie circa noch 6 Monate zu leben und mit einer Operation 15, 16 Monate. Vor 2000 Jahren hat Jesus schon die Hände aufgelegt, hat Menschen geheilt. Warum soll es nach 2000 Jahren nicht auch so ein Wunder geben? Ich bin der lebende Beweis. Und darüber freue ich mich und lache ich auch. Freue mich immer wieder, jeden Tag. Wenn du bewusst fastest, passieren viel, viel mehr Dinge. Je mehr Menschen du geheilt hast, desto mehr kamen zu dir. Es muss etwas Besseres als das hier geben. Eine Art Fähigkeit, die jeder für sich selbst anwenden kann. Ich kann es dir zeigen und demonstrieren, aber du musst es selbst tun. Das ist die Selbstheilungskraft. Was ist denn unter Selbstheilung zu verstehen? Also für viele Menschen klingt der Begriff ja, sag mal, ein wenig esoterisch. Was versteht man darunter, wenn man von Selbstheilung spricht? Ja, also wenn du diese Frage einem Arzt stellst oder vielen Ärzten, dann sagen die, im Prinzip ist jede Heilung Selbstheilung. Denn der Arzt kann den Knochen zusammenflicken irgendwie. Der Arzt kann vielleicht Hindernisse im Stoffwechsel helfen zu beseitigen, wenn er ein guter Arzt ist. Aber der eigentliche Heilungsvorgang, dass dieser Knochen zusammenwächst, dass Fehlfunktionen sich wieder regulieren, findet immer im Patienten selber statt. Also jede Heilung ist eigentlich Selbstheilung. Und jetzt ist natürlich die Frage, was kann ich dafür tun? Und da gibt es nahezu endlose Möglichkeiten. Zum Beispiel die Körperchemie. Wir haben mit unserer Ernährung
haben wir enormen Einfluss auf die Körperchemie. Wir haben auch mit unserer Psyche enormen Einfluss auf die Körperchemie. Hoher Stress sorgt für eine Übersäuerung des Organismus. Ich kann aber natürlich auch manuell, also wenn es um die Körperstatik geht, an der Gesundung, an der Selbstheilungskraft arbeiten. Da haben wir zum Beispiel die Methode des Biokybernetics mit im Film, wo einfach Stifte auf Körperstellen aufgesetzt werden. Und das sind Mini-Impulse, die dann erforscht sind durch einen, ich glaube, er war aus Dresden, auf jeden Fall aus der DDR, Dr. Ingenieur Jan Gerhard Smith, der noch zu Zeiten der DDR diese Methode erforscht hat und dann festgestellt hat, bestimmte Punkte zu berühren, nicht zu drücken, nur zu berühren, führt zum Anstoßen von inneren Regelungsmechanismen. Oder wir haben Massagetechniken im Film, wir haben eine Art von Gewichtheben im Film, die aus total... Russland, das fand ich auch, ja. Darauf hätte ich tatsächlich auch mal große Lust gehabt, was ist da passiert. Ja, es gibt leider nur 3 Studios weltweit. Ich hoffe, dass sich aus Deutschland mal 1, 2, 3 Leute finden und sagen, ich gehe nach Russland oder ich gehe in die USA und lass mich ausbilden. Denn es kann tatsächlich vielen Menschen helfen, hohe Gewichte nur ein paar Zentimeter zu heben. Nur also hohe Gewichte heißt, wir reden hier von 600, 700 Kilo, ne, waren das? Genau, also bei mir waren es mit den Beinen beim ersten Mal 360 Kilo, glaube ich. Und das wird man mir jetzt nicht unbedingt zutrauen. Wir hatten aber auch einen Hockeyspieler, wahrscheinlich Eishockey. Ich habe ihn gar nicht gefragt, ob Feldhockey oder Eishockey, aber ich glaube, in den USA ist es eher Eishockey. Der hat gesagt, er hebt knapp 1 Tonne. Und das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Und ja, so haben wir einfach eine breite Bandbreite und dann haben wir eben auch noch geistiges Heilen mit dem Film, mit einer Methode, die mittlerweile auch teilweise schulmedizinisch angewandt wird. Finde ich super spannend, dass sich die Schulmedizin hier öffnet. Und dann haben wir eben auch noch eine rein psychisch oder sehr psychisch wirkende Methode im Film mit CQM. Also chinesische Quantum-Methode, da geht es rein um geistige Dinge, also man arbeitet rein auf geistiger Ebene. Sie hat aber auch, die Vertreterin dieser Methode in Deutschland, Gabriele Eckert, hat aber auch sehr schöne körperliche Erfolge damit. Nun muss man natürlich, unabhängig von den ganzen Angeboten, die es jetzt, sage ich mal, so gibt, muss man natürlich auch schauen, dass die Heiler, die das machen, seriös sind. Der Markt ist mittlerweile sehr groß, auch durch die steigende Nachfrage. Und dann gibt es leider natürlich viele Heiler, die eher ihr Budgetloch, sage ich mal, heilen als die Krankheit. und eben diese Hilflosigkeit vieler Patienten auch ausnutzen. Worauf kann ich denn achten oder worauf sollte man achten, dass man da vielleicht nicht auf so Betrüger reinfällt? Beziehungsweise wovon hast du dich auch leiten lassen? Das ist natürlich nicht immer eine ganz einfache Frage, denn viele verkaufen sich ja auch gut. Manche sind auch noch selbst sehr überzeugt von dem, was sie tun. Was ich mir als Filmemacher natürlich relativ einfach anschauen kann, ist, dass ich sage, ich schaue mal, welche Klienten gibt es denn und wo sind die Heilungserfolge? Das ist für mich ein ganz klares Kriterium. Letztendlich gilt, wer heilt, hat recht. Ich schaue mir natürlich auch Begründungen an und manchmal gibt es halt sehr an den Haaren herbeigezogene Begründungen. Ich finde es viel besser, wie bei dieser Methode des Gewichthebens, wenn jemand zu mir sagt, so genau können wir gar nicht erklären, warum es funktioniert, als wenn jemand dann irgendeine hochesoterische Begründung herbeizieht, die kann man dann glauben oder nicht. Da ist es mir lieber, wenn jemand ehrlich ist und sagt, wir haben uns das angeschaut aus ärztlicher Sicht, aus wissenschaftlicher Sicht und manches kann man erklären, aber so ganz richtig können wir es nicht erklären. Und ich glaube, das gilt für unseren gesamten Körper. Können wir denn wirklich im Detail erklären, was da wie passiert? Professor Fritz Albert Popp hat in Vorträgen immer wieder erwähnt, dass wir haben ja ungefähr 100 Billionen Körperzellen und jede Körperzelle, da gibt es pro Sekunde ungefähr 100.000 chemische Reaktionen. Das heißt 100 Billionen mal 100.000, ich kann die Zahlen nicht mehr in Worte fassen. Und wir maßen uns an, zu erklären, was da passiert für Heilung. Das ist ein ziemlich hoher Anspruch. Also letztendlich, es ist immer am besten, wenn es persönliche Empfehlungen gibt.
Und selbst dann kann man natürlich nicht unbedingt erwarten, dass es immer funktioniert. Wir wissen zum Beispiel bei der HF-Bioenergetik im Film, da gibt es eine Studie. Okay, dann kann ich mir die Studie anschauen, die sagt, knapp 80% von Menschen mit Restless-Legs-Syndrom kriegen eine Verbesserung oder Heilung. Ja, okay, aber was habe ich davon, wenn ich zu den anderen 20% gehöre? Ein Stück weit ist Heilung natürlich auch immer ein Versuch. Ich werde auch immer misstrauisch, wenn Dinge extrem viel Geld kosten. Einfach, wenn ich, neulich habe ich von jemandem gehört, da kostet dann die Einzelsitzung 500 Euro. Da stelle ich mir dann schon die Frage, wo liegt die Priorität dieses Menschen? Auf der Heilung für seinen Klienten oder auf der Kasse? Mhm. Es ist letztendlich, gibt es leider kein klares Kriterium, außer dem Kriterium, wo sind die Heilungserfolge? Jetzt ist die Frage, wie komme ich an seine Klienten? Weil er zeigt mir natürlich die 5 von 100, wo es was funktioniert hat. Bei diesen 5 von 100 ist aber natürlich die Frage, was hat denn das Funktionieren ausgelöst? Weil wir haben ja auch noch einen Placebo-Effekt. Okay, wenn er so überzeugend ist, dass er einen Placebo-Effekt auslösen kann und das bei einem hohen Anteil seiner Klienten, ist ja auch nichts dagegen zu sagen. Ja. Denn auch Ärzte haben ja einen Placebo-Effekt. Ärzte haben sogar einen sehr hohen Maß an Placebo-Effekt, weil sie immer noch in einem Großteil der Bevölkerung als die Autoritäten in Bezug auf Gesundheit gelten. Und viele Ärzte schaffen es ja auch durch ihr Auftreten, wirklich dieses Vertrauensverhältnis sehr anzuheben und wirklich da Erwartungen zu schüren. Und das ist natürlich super, solange sie ihre Autorität nutzen, um positive Erwartungen zu schüren und nicht zu ihrem Klienten sagen, wie wir es im Film haben, jemand, der Bauchspeicheldrüsenkrebs hatte und dann Chemo und Bestrahlung bekommen hat und dann sagt der Arzt zu ihm, mit Operation haben Sie noch 6 Monate zu leben und ohne OP 15, 16 Monate. Dann sprechen wir von Nocebo, von einer negativen Erwartung, die geschürt wird und wo viele Patienten der dann auch folgen und dann auch pünktlich versterben. Mhm. Ich kenne aber Gott sei Dank mittlerweile viele Menschen, die nehmen diese Angebote nicht an, denn so eine Aussage ist ja nur ein Angebot. Ich kann auch sagen, okay, der ist jetzt der Meinung, aber ich bin der Meinung, ich bin da nicht einverstanden, ich kann auch noch länger leben. Ja. Und ich kenne mittlerweile mehrere Menschen, die sagen, ich nehme es nicht an, ich mache es einfach nicht. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Will ich denn überhaupt geheilt werden? Ne, viele sind zwar auch auf der Suche danach und sagen, ja, ich will, aber eigentlich tun sie, sage ich mal, auch viele positive Effekte aus der Krankheit ziehen. Sei es zum Beispiel Mitleid oder sei es die EU-Rente oder sei es der Wunsch, nicht arbeiten zu müssen. Oder ne? Also so Dinge gibt es ja dann auch, die man dann im Unterbewusstsein schon abspeichert. Und da kann natürlich auch der beste Heiler der Welt nichts ausrichten. Genau. Die Therapie hat ja einen Fachbegriff dafür, Sekundärgewinn. Mhm. Für manche ist dieses Sekundär sehr primär. Also gerade wenn es um Rente geht, um finanzielle Sicherheit, da bleibt manchmal sogar lieber im Rollstuhl sitzen. Man würde es nicht glauben, aber gut, man kann niemand versprechen, dass man ihn aus dem Rollstuhl kriegt, ganz und gar nicht. Aber wenn er natürlich diese innere Prägung hat, dieses innere Bild, dass er sagt, ja, das ist meine Sicherheit im Leben, dann wird man ihn auch kaum aus dem Rollstuhl bringen, außer man bringt ihn zuerst einmal dazu, an diesem Bewusstseinsinhalt zu arbeiten und zu sagen, ja, ist es denn wirklich das höchste Ziel deines Lebens Sicherheit? Weil eigentlich hat es ja oft was mit Sicherheit zu tun. Ich habe jetzt eine Situation, da lebe ich, da bin ich sicher. Was passiert, wenn ich sie verändere? Das wissen wir nie. Es könnte immer schlechter werden. Hm. Stimmt, ja. Auch eine schwierige Frage, aber ich muss immer trotzdem stellen, wo genau findet denn jetzt nun eigentlich die Heilung statt? Und wie fördere ich meine Selbstheilung? Also ich denke tatsächlich, es findet immer auf mehreren Ebenen statt. Wir hatten ja bei Wunder der Lebenskraft sehr diesen seelischen Aspekt da im Vordergrund. Selbstgeheilt geht deutlich mehr auf den körperlichen Aspekt ein. Weil eben bei vielen Menschen, wir haben das auch ab und zu im Seminar, dass Menschen kommen und sagen, ich habe Dauerschmerzen. Ja, wenn ich Dauerschmerzen habe, dann ist es natürlich meine Prio 1. Oder wenn ich eine echte Einschränkung habe, ist es meine Prio 1.
Und dann hängt es natürlich sehr stark von der Art der Krankheit ab, wo die Heilung stattfindet. Zum Beispiel so Dinge wie Allergien oder Funktionsstörungen, sagen wir mal Funktionsstörungen, die sich noch nicht als Dauerschaden manifestiert haben, scheinen relativ leicht, teilweise mit Ernährung und teilweise mit geistigen Prozessen auf die Reihe zu kriegen zu sein, scheinen Heilungen stattfinden zu können. Manche Dinge, da bin ich mir selbst nicht sicher, ob eine Heilung geht. Bei genetischen Problemen, die vielleicht schon seit Geburt bestehen, ich weiß es nicht, ob da Heilungen stattfinden können. In manchen Fällen kann man vielleicht tatsächlich Verbesserungen erreichen. Wir haben im eigenen Bekanntenkreis, und die Frau ist auch im Film, haben wir eine Frau, die kommt aus der Ukraine, und sie und ihr Mann sind sich genetisch so ähnlich, er aus Deutschland, sie aus der Ukraine, dass ihr Kind schwerst behindert geboren wurde, und es ist eigentlich ein pures Wunder, dass das Kind bis heute lebt. Es ist mittlerweile eine junge Frau. Und wir dachten, okay, da geht halt nichts. Und die war vor kurzem bei uns zu Besuch, und ich habe festgestellt, da ist wesentlich mehr geistige Präsenz bei ihr da. Und auch ihre Epilepsie hat drastisch abgenommen. Und das ist aber jetzt passiert durch tägliches geistiges Heilen durch ihre Mutter. Also es ist seit Jahren, kriegt die täglich eine Sitzung. Die Wissenschaftler sagen ja, die Gene, auch die Wissenschaftler, die wir im Film haben, die Gene sind eher flexibles Material. Wir denken ja, Gene sind so wie eine Betonmauer. Nö, Gene sind eher wie eine Knetmasse. Sehr schön. Und Epigenetik heißt, das ganze Umfeld spielt eine Rolle. Das kann eine Beziehung sein, die eine Krankheit aufrechterhält. Das können geistige Programme, die eine Krankheit aufrechterhalten. Das kann die Ernährung sein. Das kann der Beruf sein. Es gibt so viele Einflussfaktoren, und die sind für jeden Einzelfall individuell. Ich kann also auch nicht sagen, hier sind 100 Leute mit einer Apfelallergie, ich mache 100 Mal das Gleiche und 100 werden gesund sein. Das funktioniert sicher nicht. Einer meiner Lieblingssätze ist, nichts funktioniert immer. Sondern es gibt Tendenzen. Rüdiger Dahlke sagt im Film tatsächlich, bei Rheuma kennt er keinen Ausfall, wenn Menschen fasten. Vielleicht gibt es den Ausfall trotzdem. Aber jetzt in dem Fall wäre es vielleicht tatsächlich so, Menschen mit starkem Rheuma, wenn sie fasten, wenn sie lange genug fasten, werden auf jeden Fall Verbesserungen haben. Aber es gibt ganz, ganz viele Dinge, da ist es eben nicht so leicht. Rheuma ist eine ernährungsbedingte Krankheit. Es gibt eine hohe Zahl an ernährungsbedingten Krankheiten, auch viele Dinge, die wir jetzt erstmal gar nicht so zuordnen würden. Da kann ich mit gezielter Ernährung, wir haben im Film die Rohkosternährung, oder mit Fasten sehr, sehr viel bewirken und habe wahrscheinlich bei so gut wie allen Verbesserungen zumindest. Ob es dann eine Komplettheilung wird, hängt wieder vom Einzelfall ab. Weil es kann ja auch sein, dass die Ernährung einen Teil der Rolle spielt und die Psyche noch einen anderen Teil. Dass die Psyche eben so einen Sekundärgewinn hat und sagt, so ein bisschen Beschwerden will ich noch haben, sonst bin ich nichts Besonderes oder sonst kriege ich kein Mitleid oder sonst fällt meine Rente weg oder so. Wodurch wird denn so eine Selbstheilung ausgelöst? Also hast du ja schon gesagt, dass sie tatsächlich auch durch jemand anderes ausgelöst werden können, wie zum Beispiel durch die Mutter. Aber wenn ich das jetzt selber mache? Also ich glaube, das allererste, was du brauchst, und das sagt auch Wolfgang Mali im Film, der Glaube spielt die Hauptrolle. Denn wenn ich gar nicht glaube, dass etwas geschehen kann, mache ich ja schon nicht mal den ersten Schritt. Wenn ich nicht glauben würde, dass ich in der Früh aus dem Bett aufstehen kann, würde ich nicht mal den Versuch machen. Wenn ich eine neue Firma gründe, aber nicht glaube, dass ich damit Erfolg haben kann, würde ich zu Hause sitzen bleiben. Also egal, was ich tue, ob das Heilung ist, ob das wirtschaftlicher Erfolg ist, ob das ein Hobby ist, ob das ganz einfache menschliche Tätigkeiten sind. Wenn ich es nicht glaube, dann beginne ich gar nicht. Und wenn ich nicht glaube, dass mir ein anderer helfen kann, würde ich auch nicht, oder unterstützen, nennen wir es mal lieber unterstützen, dass mich ein anderer unterstützen kann, würde ich auch gar nirgends hingehen. Im Fall dieses Mädchen ist es halt so, dass die Mutter mehr oder weniger bestimmt, ich arbeite jetzt mit ihr täglich. Und da ein intensives Vertrauensverhältnis ist, macht sie es natürlich, aber sie könnte ja auch davonrennen. Also der Glaube ist der allererste notwendige Schritt.
Und dann spielen viele Dinge eine Rolle. Ja, wie zum Beispiel auch das Bewusstsein. Was ist denn der effektivste Weg, an meinem Bewusstsein zu arbeiten? Das ist eine sehr schwierige Frage, weil sehr oft das sehr individuell ist. Ja. Auch da braucht jeder was anderes. Die Frage ist wieder, wo ist die Blockade? Mancher glaubt vielleicht nur an die Schulmedizin. Der muss zuerst mal sich überzeugen, dass es auch andere Wege geben könnte. Der andere ist vielleicht zu sehr auf dem alternativen Weg und schließt alles in der Schulmedizin aus. Ja. Es ist ja nicht so, dass die Schulmedizin keine Erfolge hätte. Ja. Gerade bei allen akuten Dingen ist die Schulmedizin... Ja, auch Unfallchirurgie und so eine Unfallchirurgie, wahre Wunder, die man da teilweise sieht. Ja. Also zuerst mal diese ganzen Grenzen im Geistigen beseitigen. Und vielleicht, wenn man was hat, wo es heißt, das ist unheilbar. Wir haben zum Beispiel relativ viele Leute gerade im Seminar gehabt mit MS. Jetzt kann ich Ihnen nicht helfen mit MS, aber Sie selber können sich helfen. Mhm. Und ich habe von vielen MS-Kranken mittlerweile gehört, ich habe alle meine Stressoren abgeschafft und damit waren alle Schübe zu Ende. Das ist ein Bewusstseinsprozess. Ich muss mir klar werden, wo liegen denn meine Stressoren? Ja, und ich glaube, das ist bei Rheuma auch ähnlich. Hm. Und dann muss ich über diese innere Hürde, weil es gibt ja viele Menschen, die sagen, das kann ich nicht ändern. Wir haben ja im Moment auch diese spannende Situation in der Gesellschaft. Hm. Und ganz viele Leute würden gerne auswandern zum Beispiel oder würden gerne woanders hingehen, aber sagen, ich kann nicht, weil ich muss mich noch um meine Mutter kümmern. Kann sein, dass das korrekt ist, kann aber auch sein, dass das ein Glaubenssystem ist, um sich nicht verändern zu müssen. Also diese Dinge sind so individuell und hier hilft manchmal ein Coach, der einfach sagt, musst du dich denn wirklich um deine Mutter kümmern? Könnte das nicht dein Bruder machen? Oder hat deine Mutter entschieden, dass du das für sie tun musst? Woher kommt denn diese Aussage? Ja, dann wird der Selbstheilung auch gern mit dem Placebo-Effekt verglichen. Würdest du das so unterstreichen? Ich denke, der Placebo-Effekt spielt immer eine Rolle oder kann eine Rolle spielen. Aber Selbstheilung geschieht ja auch ohne, dass ich daran glaube. Du musst einem kleinen Kind nicht sagen, dass seine Wunde heilt. Das glaubt er auch nicht unbedingt daran als Baby. Sondern wenn es sich aufreißt, die Wunde geht einfach zu. Da hat niemand gesagt, die geht zu, weil die meisten Menschen ja denken, ein 6-monatiges Baby versteht das noch gar nicht. Wenn das Baby dann spricht, dann gibt es ja diese schönen Geschichten, dass die Mutter sagt, jetzt pusten wir da dreimal drauf und dann geht der Placebo-Effekt mit. Mhm. Und spannenderweise ist es ja dann oft so, dass es dann vielleicht sogar schneller geht wie früher. Aber ganz viele Selbstheilungsdinge geschehen ja total selbstständig. Wir haben ja Schleimhäute im Körper, zum Beispiel im Mund, und die regenerieren sich ja ständig. Das ist ein Heilungsprozess. Würde das nicht passieren, dann würden wir innerhalb von wenigen Stunden wohl die ersten sehr negativen Erfahrungen machen. Also Selbstheilung ist eigentlich ein ganz natürlicher Prozess. Die viel wichtigere oder interessantere Frage ist eigentlich, warum passiert es manchmal nicht mehr? Hm. Womit haben wir es blockiert? Und wir haben natürlich in unserer Gesellschaft ganz viele Einflüsse. Das geht mit Strahlungen los, Handys, Fernsehen, was auch immer, die ja alle auf den Frequenzen funktionieren, die genau den Körperfrequenzen auch entsprechen. Das hat einen Grund, weil auf diesen technischen Frequenzen ist die Natur effektiv. Würde ich ein Handy auf einer anderen Frequenz betreiben, würde mein Akku vielleicht nur 10% so lang halten, wie er jetzt hält. Hm. Dann ist das Nächste, was essen wir? Selbst wenn wir uns noch so biologisch ernähren, das Feld liegt vielleicht neben einer Bundesstraße. Es kommt Regen runter. Der Regen spült die ganzen Stoffe, die wir in die Atmosphäre abgeben, mit auf mein Feld. Also ich habe wahrscheinlich auf dem noch so biologisch angebauten Gemüse, das ich zu mir nehme, 5, 10, vielleicht auch noch viel mehr Giftstoffe. Ja, die Böden sind ja auch völlig übersäuert. Die Böden sind übersäuert, die Böden sind ausgelaugt, also haben wir noch künstliche Düngemittel. Dann gehe ich noch in den Supermarkt und kaufe mir eine Fertignahrung, wo Dr. Volker Meissner, der im Film ist, im Interview gesagt hat, manchmal wäre es vielleicht besser, ich würde die Verpackung essen und den Inhalt wegwerfen. Also
auch einen Einfluss. Dann die ganzen psychischen Belastungen. Stress im Beruf, Stress in der Beziehung, kaum noch Zeit mehr in der Natur aufzuhalten. Es gibt so viele möglichen Belastungen. Und die Frage ist immer, wo funktioniert mein Körper nicht mehr? Weil er hat es ja in den meisten Fällen, außer bei einem seit Geburt festliegenden Gendefekt. Und wie kann ich ihm da wieder den Spielraum geben, dass er wieder funktioniert? Und das ist ein individueller Prozess. Und dafür gibt es Spezialisten, um sowas festzustellen und um Menschen zu unterstützen, dass man möglichst schnell und möglichst einfach herausfindet, woran liegt es denn? Ja, ich denke auch, dass das Bewusstsein oder ja, dieser Gedanke, Autoimmunerkrankung, unheilbar, das, ich glaube, das macht wirklich extrem viel aus. Also wenn nicht sogar das meiste, auch eben dieses, ne, sie haben noch 6 Monate zu leben. Denn es ist ja wirklich erstaunlich, ich sag mal, Kinder sind ja jetzt dem WLAN auch ausgesetzt. Die sind auch der schlechten Ernährung ausgesetzt, die sind auch der schlechten Luft ausgesetzt. Aber trotzdem sind die Heilungschancen bei Kindern weitaus höher als bei Erwachsenen. Weil die oft nicht wissen, was sie haben oder was es ist. Was ist Krebs? Das ist das eine. Und das zweite ist natürlich, in der Jugend, da sind meistens die Energien noch viel mehr da. Wir kennen das ja, jedes Trauma, das uns so passiert, lässt uns ein bisschen zurückhaltender werden. Und im zurückhaltender werden schneiden wir uns natürlich auch von einem Teil unserer Kraft ab. Und die Heilung liegt halt dann meistens hinter dem Schmerz. Den muss ich vielleicht noch mal kurz wahrnehmen oder kurz durch. Es ist auch so, wir haben diese Schlagtechnik im Film. Das ist die ist so brutal. Die ist brutal und ich habe das natürlich alles wieder mitgemacht und man sieht mich auch mal mit einem ziemlich blauen Arm hier. Und das Spannende ist aber, wir haben die in unseren Seminaren mal eine Zeit lang praktiziert und dann ist was sehr Interessantes passiert. Da waren Teilnehmer, die haben so 10 Minuten lang wirklich getätschelt und haben hier einen blauen Arm gehabt. Und die haben dann, ein Jahr später waren sie wieder im Seminar, haben gesagt, ich habe jetzt ein Jahr lang entgiftet, Zystrosentee und dies und jenes und haben richtig. Und dann war hier nichts. Das heißt, der Schmerz ist da oder der Schmerz kommt zum Vorschein, weil noch Schmerz in meinem Körper steckt. Jetzt ist das eine sehr brutale Methode, das hervorzurufen. Ich habe zum Beispiel mit dieser Biokybernetics mit diesem Stift, habe ich mir natürlich auch Sitzungen geben lassen und da gab es hier so Lymphpunkte, ganz leicht berührt, aber es war viel schmerzhafter, wie hier den Arm zu schlagen. Das war wie wenn mir jemand mit dem Messer hier reinsticht und es war nur wie wenn du einen Kuli auf die Haut auflegst, also einen Schreibstift. Und so ist es auch im Psychischen, wenn da kein Schmerz ist, okay. Aber wenn dann Schmerz auftritt, dann schlummert er ja in dir und blockiert die ganze Zeit dein ganzes Potenzial. Und dann heißt es halt manchmal, das nochmal kurz wahrzunehmen und dann das Potenzial dahinter wieder zu erschließen. Und damit kommen natürlich auch die Selbstheilungskräfte, die damit verbunden sind, wieder zum Vorschein. Ja. Du hast es ja auch schon angesprochen. In deinem Dokumentarfilm geht es ja auch sehr um Ernährung, um Ernährungsform. Welche Rolle spielt die Ernährung, wenn es um Selbstheilungskräfte geht? Also für mich spielt die Ernährung schon auch eine wichtige Rolle. Wir haben jetzt eine relativ radikale Form der Ernährung im Film, auch weil ich selber mal praktiziert habe und eben ganz viele Leute in der Szene kenne und weiß, wie viel es bewirkt oder bewirken kann. Allerdings, ich habe es noch sehr spartanisch gemacht. Wir haben mit Urs Hochstraße einen Protagonisten, der die hohe Schule der Rohkost entwickelt hat. Also wenn man das zu essen bekommt. Wollte ich schon sagen, also wenn ich das jeden Tag auf den Tisch kriegen würde, dann würde es mir auch nicht schwerfallen. Ja, genau. Dann wird es dir nicht schwerfallen und du wirst es auch machen. Und es ist oberlecker und es macht dich satt und es ernährt dich auch rundum. Ich finde bei dem Thema Ernährung etwas sehr spannend. Diesen Gedanken habe ich auch von Urs. Ernährung wirkt auf wesentlich mehr als nur den Körper und die Körperchemie. Wenn wir uns falsch ernähren, leidet jede unserer Körperzellen Not. Das heißt, die schreit die ganze Zeit, ich habe vielleicht einen vollen Bauch, vielleicht sogar einen übervollen Bauch, mancher hat sogar schon Speckpolster angelegt und der Körper schreit die ganze Zeit Notstand. Was macht das mit uns? Es lässt uns die Ellenbogenmentalität in den Vordergrund rücken. Denn wenn
mein ganzes System Notstand schreit, dann kann mein Konto noch so voll sein, ich kann noch so erfolgreich sein wirtschaftlich, in mir gibt es die Stimme, es reicht nicht. Und daher kommt die Ellbogenmentalität in der Gesellschaft. Daher kommt auch dieses Innere, ich muss noch mehr tun, noch mehr tun, noch mehr tun. Da sind wir bei einer Frage, die hast du für den ersten Film gestellt. Mehr Energie, mehr Kraft, mehr Lebensfreude. Ist es nicht irgendwann ein, ich packe mich noch mehr in den Hamsterrad? Nö, genau das Gegenteil. Wenn ich meine Zellen ernähre, und das kann mit Ernährung geschehen, das kann aber auch mit Licht geschehen, mit Energie, dann habe ich zwar die Power, aber das innere Hamsterrad endet. Das innere, ich muss noch mehr tun, noch mehr tun, noch mehr im Außen schaffen, das endet. Und es gibt ja mittlerweile Forschungen, die sagen, das Wesentliche sind auf keinen Fall die Kalorien und gar nicht so sehr die Mineralien und die Vitamine und Inhaltsstoffe in der Ernährung, sondern das Wesentliche ist das Licht, die Information im Essen. Und die Tatsache, dass es einen Film über Lichtnahrung gibt, scheint ja zu beweisen, und dass es Menschen gibt, die das tatsächlich praktizieren können, scheint ja zu beweisen, dass das die wesentliche Zutat in unserer Ernährung ist. Und auch hier gilt natürlich für die Rohkost, dass da mehr Licht drin ist, wie in vielen der gekochten oder veränderten Nahrungsmittel. Ja, oder zumindest denke ich, dass da auch eine ganz wichtige Rolle spielt der Prozess des Kochens. Also des selber Kochens. Ne? Mhm. Ich denke mal, es muss vielleicht gar nicht mehr unbedingt Rohkost sein, aber einfach die Gerichte, es macht schon einen Unterschied, ob ich selber im Garten ernte, ob ich selber abwasche, selber schneide, selber zubereite oder eben ein Fertigprodukt nehme. Und ich denke, da ist auch die Gefahr, auch für die, die frisch kochen, einfrosten ist tatsächlich ganz schlecht. Mhm. Und Mikrowelle? Wollte ich gerade sagen. Und wenn man es dann noch in der Mikrowelle aufwärmt, dann hat man eigentlich das Tod dann noch mehr tot gemacht. Aber ich denke, das spielt tatsächlich da auch viel mit rein. Ganz sicher. Und auch natürlich nochmal, mit welcher inneren Haltung bereite ich mein Essen zu? Mache ich Stress, ja, nur schnell und in Ärger, habe mich vielleicht gerade mit jemandem gestritten und jetzt haue ich da irgendwas in die Pfanne? Oder denke ich mir, jetzt darf ich mir was Leckeres zubereiten und mache das dann auch gern. Und da hatte ich eine Dame bei mir zu Gast, die Valeria. Das Video könnt ihr gerne noch sehen. Mit ihr habe ich die erste Kochshow bei uns gemacht. Und du wirst es nicht glauben, wir haben gekocht oder zubereitet in Klangschalen. Okay, spannend. Und das war so krass. Also da habe ich auch gedacht, eigentlich logisch, ne, dass man dann nie selber drauf kommt. Aber das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Nummer, wenn man so ein Dessert, ein kaltes oder ein Salat, wie wir es auch hatten, dann nochmal in der Klangschale bearbeitet. Wie du schon sagst, es kann eigentlich so einfach sein. Mhm. Aber ich wäre da im Leben nie drauf gekommen. Mhm. Ja, manchmal sind es ganz einfache Ideen. Ja. Nun muss man ja nicht immer krank sein oder krank werden, ja, oder darauf warten, krank zu sein, bis man sich Hilfe nimmt. Beziehungsweise man kann ja natürlich auch vorbeugen, Prävention kennen wir alle. Inwieweit kann denn auch keine Angst haben, psychologisch und biologisch tatsächlich helfen, um nicht krank zu werden? Ich denke, das spielt eine ganz wichtige Rolle. Jetzt gerade in den letzten 1,5 Jahren gab es ja auch ganz viele Veröffentlichungen über die Rolle zwischen Angstmachen und Krankheitsentstehung. Und ich würde mal sagen, es ist schon eine starke Aussage, dass trotz dieser multimedialen Panikmache eigentlich so wenig Leute krank geworden sind, dass es die Leute eigentlich im Grunde relativ gesund sind. Ja, oder wahrscheinlich gar nicht krank waren, oder man weiß oder es nicht. Krank waren. Wenn man sich auch die Todeszahlen 2020 anschaut, haben sich offensichtlich nur ein kleiner Teil der Menschen von dieser Panikmache wirklich anstecken lassen. Mhm. Also nach meinem Wissen ist es so, dass echte Panik für mehrere Stunden zum totalen Zusammenbruch des Immunsystems führt. Das Immunsystem wird ja mittlerweile fast als Verschwörungstheorie bezeichnet, aber tatsächlich haben wir ja so einen Regelmechanismus, so einen inneren. Und man merkt es ja selber manchmal, dass wenn man wirklich in große Angst gerät, dass man dann auch merkt, dass der Körper was macht und dass das nicht sehr konstruktiv ist, was der Körper da tut. Also nicht jeder spürt das, manche Menschen sind sehr sensibel, die spüren das dann. Und dann merkt man vielleicht auch, dass man dann eben tatsächlich einen Schnupfen kriegt, obwohl es eigentlich gar keinen äußeren Anlass gäbe. Also
zu versuchen, innerlich im Frieden, im Vertrauen, in der Zuversicht, in der Liebe zu bleiben, ist auf jeden Fall für mich ein ganz wichtiger Punkt, auf dem Weg schon gar nie krank werden zu wollen oder zu können oder einfach zu warten. Ja, und zu schauen, also ich meine, welche Rolle spielt die eigene Einstellung zur Prävention? Also sage ich mir, ich will nicht krank werden, oder sage ich mir, ich bin gesund? Mhm. Ja, und das habe ich selber, also ich habe ja selber, hatte eigentlich nie Autoimmunerkrankung und habe so viel gemacht, dass ich mir dann irgendwann die Frage gestellt habe, tue ich mich nie eigentlich noch mehr darin manifestieren, indem ich jetzt 5 verschiedene Nahrungsergänzungsmittel am Tag nehme und irgendwelche Pulver und jetzt zu sämtlichen Kursen renne und zum Psychologen und keine Ahnung. Also ich hatte dann eigentlich eher das Gefühl, dass ich mich da noch mehr reingesteigert habe, als einfach zu sagen, hey, ich bin gesund und es ist jetzt hier kein Drama und ich stelle jetzt mal meine Ernährung um und mache das eben mit Freude und nicht mit den Gedanken, oh Gott, ich tue das jetzt, um gesund zu werden. Weil dann ist man ja immer in diesem Werden. Ne? So, man könnte ja gesund sein, aber ich bin es halt eben nicht. Ne? Also dass diese innere Einstellung, was macht das mit einem? Das finde ich einen ganz wichtigen Gedanken, weil es eben ja so viele Nahrungsergänzungen zum Beispiel gibt. Gibt es natürlich auch ganz viele Informationen, die dir sagen, was du alles tun solltest, um gesund zu bleiben, was natürlich immer davon ausgeht, du bist es ja nicht ganz. Genau, eben. Vielleicht bemerkst du es noch nicht gar nicht, wie schlecht es dir eigentlich geht oder was da immer ein Gedanke dahinter steht. Und ja, finde ich jetzt ganz wichtig, was du gesagt hast. Und ich denke, auch sich selber zu vertrauen und zu sagen, wenn ich gar nichts spüre, wenn ich energetisch bin, wenn ich kreativ bin, wenn es mir innerlich gut geht, warum soll ich dann noch was nehmen? Denn ist es tatsächlich immer die Materie, die mir hilft? Das ist ja, da sind wir ja wieder beim sehr materiellen, mechanischen Weltbild. Aber stimmt denn dieses Weltbild? Tatsächlich, wenn man mit Physikern spricht, kommen die mittlerweile zu einem ganz anderen Weltbild. Wenn du die Quantenphysik dir dann wieder anschaust, dass eben das Bewusstsein einen gewissen Einfluss hat auf das, was wir erleben, in Experimenten kann man das ja mittlerweile auch nachweisen. Doppelspaltexperiment, will ich eine Welle oder ein Teilchen sehen, dann sehe ich auch eine Welle oder ein Teilchen, also die Erwartung bestimmt die Realität. Dann ist es schon wichtig, ob ich mir immer denke, ich bin im Mangel, ich muss was dazuführen, oder ob ich sage, ich bin doch eigentlich in meinem tiefsten Inneren ein göttliches Wesen und da kann es doch eigentlich keinen Mangel geben. Ja, der Gedanke, der kam mir, ich hatte zu Gast Lothar Hirneiser, da geht es ja ums Thema Krebs. Und er ist ja auf seine Theorie gestoßen, weil er ausbehandelte Krebspatienten besucht hat, die zum Sterben nach Hause geschickt worden sind. Und das waren nun Menschen, die alles verkauft haben, die ausgewandert sind oder die eben nur noch das gemacht haben, worauf sie Lust haben, aber eigentlich nicht wirklich präventiv irgendwas gemacht haben. Sie haben halt einfach gelebt und leben heute noch und sind gesund. Und dadurch kam mir dieser Gedanke, tun wir nicht manchmal auch einfach zu viel für uns? Beziehungsweise die haben natürlich was gemacht. Die Frage müsste sich eigentlich jeder immer stellen, wenn es um eine schwerere Krankheit geht. Was ist meine Motivation, gesund zu werden? Und da brauche ich wirklich eine gute Motivation. Nicht nur, ich will noch jeden 8000er besteigen, das ist vielleicht ein bisschen wenig. Oder ich will noch schöne Zeit mit meiner Familie verbringen, sondern vielleicht eher eine Motivation in dem Sinne von, wofür bin ich auf dieser Welt? Was will ich noch in die Welt bringen? Und wenn ich da eine starke Motivation habe, dann habe ich, glaube ich, auch eine hohe Chance, auch schwere, wir reden jetzt immer von Krankheit, aber es können ja auch andere Arten von Lebenskrisen zu überwinden. Ja. Also es kann ja auch sein, dass jemand eine Trennung in der Beziehung erlebt und es ist vielleicht schlimmer wie manche schlimme Krankheitsdiagnose. Und dann braucht er auch eine gute Motivation. Ja. Also da muss man den Begriff der Krankheit vielleicht auch sehr viel weiter fassen und sagen, da gehört das Umfeld, das Leben an sich dazu. Nicht nur, ob mein Körper mechanisch und chemisch gut funktioniert. Ja. Ja, oder sich einfach zu sagen, hey, ich mache diesen Kurs jetzt, um mir was Gutes zu tun, um mich zu belohnen und nicht um vorzubeugen oder einen Mangel auszugleichen. Genau. Ja. Welche Therapien oder welche Therapie hat dich denn ganz besonders geprägt und warum? Und was
Was möchtest du den Menschen noch mit auf den Weg geben, die gerade in der Selbstheilung sind? Also in dem Film war die erste, die ich tatsächlich ausprobiert habe, die Rohkosternährung in einer anderen, schlichteren Form, wie wir es im Film haben. Und das hat mein Bewusstsein sehr verändert. Also die hat mich sehr geprägt. Ich habe dann diese neuen Methoden in den Film gebracht und jede hat mich irgendwo fasziniert. Sonst hätte ich es auch nicht in den Film gebracht. Ganz besonders fasziniert hat mich tatsächlich die Schlagtechnik. Aufgrund der Tatsache, dass ich sage, da muss ich so gar nichts dazu wissen. Ich muss die zwei, drei Dinge wissen, wann ich es nicht einsetzen sollte. Und dann kann ich es eigentlich schon anfangen. Ich persönlich habe dann für mich festgestellt, nachdem ich wieder alles ausprobiert habe, mir ist es noch zu umständlich. Denn auch die Schlagtechnik, ich hatte mal Knieschmerzen, dann habe ich 20 Minuten hier seitlich draufgeklopft, dann waren die Knieschmerzen weg. Aber ich habe 20 Minuten gebraucht. Und was mich in meiner eigenen Entwicklungszeit sehr beschäftigt hat, waren eigentlich mehr so diese psychischen Themen. Und ich habe dann gesagt, okay, ich will eine Methode, die in ein, zwei Minuten funktioniert, die ich während dem Autofahren machen kann. Und habe tatsächlich sowas entwickelt, habe sozusagen den vier Kriterien noch ein fünftes hinzugefügt. Da hat mir meine ITler-Ausbildung eigentlich ein Stück weit geholfen. Das heißt, ich habe eine innere Software angelegt, die ich mit dem Trigger starte. Und die funktioniert in vielen Fällen auch gut. Das heißt, der Zuschauer kann sich vielleicht auch überlegen, diese neuen Techniken, die sind jetzt auch wieder nicht in Stein gemeißelt. Nichts auf der Welt ist in Stein gemeißelt. Und vielleicht lerne ich was und dann mache ich noch was Besseres draus. Und das ist ja dann menschlicher Fortschritt, wenn ich sage, es kann noch effektiver werden und ich muss mich nicht sklavisch an allen Dingen festhalten, sondern Ziel muss sein, dass ich aus allem, was mir angeboten wird, das ziehe, was zu mir passt und es dann noch auf meinen persönlichen Weg anpasse. Und so gibt es zum Beispiel in der Rohkost Menschen, die essen rohes Fleisch und rohen Fisch, wäre jetzt nicht mein Ding. Aber wenn es für sie passt und wenn es ihnen gut tut, okay. Und es wird Leute geben, die lernen CQM zum Beispiel im Film oder HF-Bioenergetik, die Massage oder Biokybernetics mit. Und die machen was ganz anderes und Neues draus und können dann sich helfen und vielleicht irgendwann sogar anderen. Und so denke ich, Offenheit gehört dazu. Offenheit, spielen, mit Dingen spielen. Nicht immer, ich stürze mich drauf und hoffe jetzt, das ist das Einzige, was mir helfen kann. Nö, es bringt mich einen Schritt weiter. Und da sind wir vielleicht auch nochmal bei dieser Frage, wie kann ich Scharlatane von guten Dingen unterscheiden? Vielleicht braucht man tatsächlich so einen Scharlatan, um das Unterscheidungsvermögen zu entwickeln. Ich würde sagen, pass halt auf, dass die finanzielle Lehre nicht so hart wird. Wenn ein Kurs dann 300 Euro gekostet hat, dann ist es für die meisten kein Schlag, der sie ihre Existenz kostet. Ja. Aber dieses Spielerische geht uns oft ab. Wir haben oft das Bedürfnis, diesen einen Weg zu finden. Ja, und den dann auch so hundertprozentig gut zu machen. Genau. So auch dieser Gedanke, so oh, hoffentlich kriege ich das hin, hoffentlich kann ich das auch, hoffentlich funktioniert das bei mir auch. Ich will das auch spüren. Ja, genau, ja. Ich will das auch unbedingt erfahren. Oder wenn ich eine Aufgabe kriege für 3 Wochen, und ich vergesse es einen Tag, denke ich mir, jetzt muss ich wieder von vorn anfangen. So immer dieser Perfektionsgedanke, der in uns Deutschen ganz besonders steckt. Oh ja. Wir können die Sachen nicht mal locker nehmen. Das ist, glaube ich, eine Lehre, die wir auch ziehen müssen. Und manchmal ist es zum Beispiel so, dass Menschen doch eine deutliche körperliche Einschränkung haben und sich denken, das ist der einzige Weg, um ein glückliches Leben zu leben. Das stimmt gar nicht. Der einzige Weg, um ein glückliches Leben zu leben, ist ein glückliches Leben zu leben. Und ich kenne Menschen, die haben deutliche körperliche Einschränkungen und sind richtig gut drauf. Und zwar die meiste Zeit. Mehr Zeit als mancher, der über einen gut gebauten, voll funktionierenden, gut aussehenden Körper verfügt. Also es ist eine innere Einstellung manchmal. Kommen wir noch zu der wichtigsten Frage. Wird es denn einen dritten Dokumentarfilm geben? Ja, wir haben ihn schon fast abgedreht. Wir sind auch schon an einem vierten Dokumentarfilm, weil wir nach Wunder der Lebenskraft gesagt haben,
die Aufgabe, einen Dokumentarfilm zu drehen, die können wir jetzt. Und dann kamen halt mehrere Ideen gleichzeitig. Meine Freundin hat auch einen Film begonnen. Und die sind alle in unterschiedlichen Entwicklungsstadien, jetzt der dritte und der vierte. Im Moment auch ein wenig gebremst durch die Situation. Reisen ist schwierig, Vermarktung ist noch schwieriger. Unser Hauptvermarktungskanal für Wunder der Lebenskraft war das Kino. Mhm. Wäre es jetzt auch für Selbstgehalt gewesen, Kino findet praktisch nicht statt im Moment. Und wenn dann unter Einschränkungen, die einen wirtschaftlichen Erfolg nicht aussichtsreich erscheinen lassen. Das heißt, wir haben den dritten Film fast fertig geschnitten. Uns fehlt im Moment ein wenig die Motivation, fertig gedreht, die Motivation, ihn jetzt zu schneiden. Einfach, weil wir sehen müssen, wo ist denn der Kanal, der uns wenigstens die Kosten reinbringt, die wir jetzt für den Schnitt noch aufwenden. Ja. Wir arbeiten mit Selbstgehalt gerade ein bisschen dran, dass wir eben über Streaming viel machen. Wir werden auch einen Online-Kongress veranstalten darüber, dass wir eben unsere Reichweite vergrößern und auch die Reichweite anderer Menschen nutzen können, die uns dabei unterstützen. Und wenn das funktioniert, dann haben wir die innere Überzeugung, das machen wir jetzt auch mit Wunder der Lebenskraft 2. Das ist der dritte Film, der kommt, voraussichtlich, der wahrscheinlich einen anderen Titel haben wird. Wir werden uns sehr auf das Thema Heilung, was heißt eigentlich Heilung? Wir gehen da sehr über den Körper hinaus, gehen in die seelische Ebene. Was bedeutet es, was braucht es, damit ich diese inneren Wahrnehmungen entdecke oder erschließe, die mir die Möglichkeit geben, Heilung auf seelischer Ebene sehr stark voranzutreiben? Welche Wege gibt es dazu? Das ist mehr der dritte Film. Da haben wir auch wieder weltweit Reisen unternommen, sehr spannende Begegnungen gehabt, auf dem amerikanischen Kontinent, in Japan, in China, in Indien. Mal schauen, was alles im Film landet, in Afrika. Und dann gibt es einen vierten Film, möglicherweise über Menschen, die ihre Vision leben, die ihre Berufung gefunden haben und sagen, und irgendwie sollen es interessante Geschichten sein. Und wir haben da auch schon sehr spannende Geschichten. Das ist eben der Film, den meine Freundin vielleicht zu 30-40% fertig gedreht hat. Da brauchen wir noch ein paar gute Inhalte. Wann die kommen? Ich hoffe bald. Das würde bedeuten, dass sich viel an Vermarktungsmöglichkeiten auftut, ob das dann Kino ist, ob es Streaming ist, werden wir sehen. Das hört sich super an. Ich würde mich freuen, wenn du an mich denkst. Wenn du an uns denkst und uns wieder in Dresden besuchen kommst, dann für den dritten und vierten Film würde ich mich sehr freuen. In diesem Sinne sage ich dir vielen lieben Dank für das interessante Gespräch und ja, freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Danke dir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Interview hat euch gefallen. Wenn ihr unseren Kanal mögt, lasst uns doch einfach einen Daumen da, abonniert uns oder hinterlasst uns eine kleine Spende. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr unsere Arbeit unterstützt. In diesem Sinne sage ich schon mal Dankeschön und bleibt gesund.